7 Spiele nicht gewonnen, Platz 16 in der Rückrundentabelle, aber Trainer Hannes Wolf, 38, vom Hamburger SV glaubt trotzdem weiter an den Aufstieg in die Bundesliga, wir können die Ziele immer noch erreichen. Und dafür werden wir kämpfen, sagte Wolf im NDR und rechnete vor, dass wir mit 2 Siegen mindestens Dritter wären. Die Konstellation ist da, es kann noch funktionieren. Bildergalerie 2018/19. Die Torjäger der 2. Bundesliga 22 Bilder nach dem 0:3 zuletzt gegen den FC Ingolstadt liegt der HSV auf Platz 4, punktgleich mit Union Berlin auf dem Relegationsrang. Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige mit einem Sieg beim SC Paderborn am kommenden Sonntag, könnten die Hanseaten an dem derzeitigen Tabellenzweiten vorbeiziehen. 2. Bundesliga SC Paderborn, Hamburger SV, so. Ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga, die Wurzel des Handspielproblems Handball, Champions League Europa Mission von PSG gescheitert sind. Fußball im Teller trotz Posse aufgestiegen. Fußball, Bundesliga, DFB ermittelt gegen Reus. Fußball, Champions League, Klopp bestätigt Ausfall von Salah. Wohl voller Zuversicht, jetzt muss es sich wieder drehen. Das wird ein anderes Fußballspiel als gegen Ingolstadt, weil Paderborn selbst nach vorne will. Das ergibt Räume. Wir werden alles reinlegen, was geht, sagte Wolf und erinnerte daran, dass der HSV gegen die Ostwestfalen in dieser Saison bereits zweimal Hinrunde und DFB-Pokal gewonnen habe. Jetzt wollen wir es ein drittes Mal schaffen. Im Saisonfinale empfängt der HSV dann noch den Abstiegskandidaten MSV Duisburg. Let's block it's why.